mal, wo wir hinfahren. Okay, wir können zu uns nach Hause oder zum Museum. Ich würde jetzt mal zum Wir wollten doch mit dem Hausmeister reden. Ja, genau. Ich würde jetzt mal zum Max Museum. Max Gruber meinte, er wäre erst gegen Abend wieder im Museum. Ich sollte die Zeit nutzen, um mal ein paar Stunden zu schlafen. Ach, so, wenn mich meine weibliche Intuition nicht täuscht, könnte ich das sonst bitter bereuen. Ach so. Oh, oh. Wenn da mal nicht die Bösen drin wohnen. In diesem mysteriösen, riesigen Haus. Das haben Sie, was ich wollte? Noch nicht. Wir haben alles durchsucht, aber nichts gefunden. Und Kalenko? Auch da noch nichts. Wir werden wohl andere Optionen in Betracht ziehen müssen. Was Sie machen, ist mir egal. Solange das Ergebnis stimmt. Enttäuschen Sie mich nicht. Aber irgendwie finde ich das schon interessant, weil offensichtlich gibt es zwei Gegenspiele. 4 Stunden später. Komisch. Ich fühle mich ständig verfolgt. Selbst als ich vorhin nach Hause gekommen bin, war ich ganz kurz der Meinung, das Gesicht von diesem Kanski am Fenster gesehen zu haben. Naja, wahrscheinlich spielen meine Nerven einfach verrückt. Hoffentlich hat Max was von meinem Vater gehört. Anscheinend gibt es ja irgendwie 2 Gegenspieler, weil es gibt diese komischen Dementoren ohne Gesichter, die so übernatürliche Fähigkeiten haben. Und es gibt anscheinend so Menschen, die uns verfolgen. Und Menschen? Naja, also zumindest nichts Übernatürliches. Ja. Ich bin gespannt. Aber vielleicht stecken die unter einer Decke. Ich wollte jetzt nur schnell mal gucken, aber es gibt nichts Neues. Wir müssen ins Museum rein. Gehen wir wieder zum... Genau. Zum Bösen aus Stirb langsam. Hans Gruber. Hans Gruber. So. Hier dürfte ja auch nichts mehr sein eigentlich. Wir gehen mal direkt hoch, oder? Wir wollten ja mit dem Hans Gruber reden. Genau. Aber ich finde es echt angenehm, dass sie, wenn die Strecke ein bisschen länger ist, sofort anfängt zu rennen. Handsome Jack war da am Telefon. Handsome Jack ist der Hausmeister. Also wenn die den gleichen Synchronsprecher nicht mehrfach benutzt haben, dann hat gerade der Hausmeister vom Museum bei dem Bösen angerufen. Ah, mein Gott, du bist aber so furchtbar, du erkennst sofort jede Stimme und machst damit den Plot kaputt. Tja. Nein, ich weiß es nicht. Ich glaube tatsächlich, die haben die wahrscheinlich mehrfach benutzt, weil ich glaube nicht, dass... Also meiner Erinnerung nach spielt der Hausmeister, glaube ich, keine Rolle mehr. Aber vielleicht doch. Vielleicht lüge ich. Schauen wir mal. So, hier war unser Max Gruber. Also, der Name ist toll. Hallo, kann ich kurz stören? Sie stören nicht, ganz im Gegenteil. Hat sich Ihr Vater gemeldet? Nein, leider nicht. Und ich bin gestern Nacht auch noch überfallen worden. Überfallen? Ist Ihnen was passiert? Nein, keine Sorge. Aber da muss es ja wohl doch um einiges gehen. Haben Sie wirklich keine Ahnung, was das sein könnte? Nein, ich... Er war in den letzten Tagen etwas gestresst, aber das kam bei ihm schon mal vor. Im Nachhinein könnte man dann natürlich alles Mögliche reininterpretieren. Aber wirklich auffällig? Nein, eigentlich nicht. Schade. Sie haben mir doch gestern Abend Hilfe angeboten. Gilt dieses Angebot noch? Aber selbstverständlich. Ich heiße übrigens Max. Nina, aber das wissen Sie. Das weißt du ja. Also, dann schieß mal los. Okay, so. Wer ist denn das? Ist das dieser Oleg? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es der Oleg. Dann dieses komische Zettelding, was wir gefunden haben, wo irgendwie so viel Text draufsteht. Der besoffene Hausmeister. Und Tunguska. Die Geheimakte Tunguska. Was sollen wir, womit sollen wir denn anfangen? Mit der Geheimakte Tunguska. Okay, da ist so ein kleiner Pin drin. Ich finde, das sieht aus, als würde da stehen Tunguska Go. Go? Ich finde das, ich weiß nicht, das sieht aus wie ein G und ein O da unten. Ich finde schon. Oder 60. Ha, okay. Ich habe in den letzten Stunden mehrmals was von Tunguska gehört. Weißt du was darüber? Meinst du die Tunguska-Katastrophe von 1908? Ja, kann schon sein. Anfang des letzten Jahrhunderts ist da etwas explodiert. Die Zerstörung soll enorm gewesen sein, aber man weiß bis heute nicht genau, was damals wirklich geschehen ist. Dein Vater war doch früher mal auf einer Expedition in Tunguska. Du müsstest das doch eigentlich wissen. Wir haben nie viel über das gesprochen, was er früher gemacht hat. Nach dem Tod meiner Mutter wollte er nicht mehr über seine Arbeit in Russland sprechen. Oh, das wusste ich nicht. Tut
mir leid. Schon okay. Ist lange her. Sie ist damals bei einem Autounfall gestorben. Kurze Zeit später sind wir dann nach Deutschland gekommen. Ich glaube, mein Vater wollte damals einfach alles hinter sich lassen. Und dein Vater hat nie mehr von seiner Arbeit in Russland gesprochen? Hast du denn nie nachgefragt? Nein. Er hat mich einmal gebeten, dies nicht zu tun. Und ich habe mich daran gehalten. Auch wenn ich manchmal schon neugierig war. Naja, ein bisschen was kann ich wohl noch zusammenkriegen. Also, 1908 ist ein bis heute unbekanntes Objekt über der sibirischen Taiga abgestürzt. Durch die enorme Druckwelle und eine gewaltige Feuerwand wurde ein riesiges Areal völlig zerstört. Die dort lebenden Hirten, die sogenannten Ewenken, wurden mitsamt ihrem Vieh durch die Luft geschleudert oder verbrannten. Es gab kaum überlebende Zeugen. Es wurden dann zahlreiche Expeditionen unternommen, um der Ursache dieser Katastrophe auf die Spur zu kommen. Aber trotz aller Anstrengungen konnten vor Ort keine Hinweise gefunden werden. Und so entstanden im Lauf der Zeit zahlreiche Theorien. Angefangen vom Absturz eines Meteoriten, über das Auftreten einer unbekannten Energie, bis hin zur Explosion eines Raumschiffs. Das ist alles, was mir spontan zu dem Thema einfällt. Aber ich habe im Archiv noch irgendwo ein paar Artikel über das Tunguska-Phänomen rumliegen. Soll ich die mal holen? Ja, das wäre lieb. Dieser Oleg hat's erwähnt. Und ich habe eine Mail meines Vaters an ihn gelesen. Da stand auch was davon drin. Vielleicht bringt mich das ja weiter. Okay, ich muss hier noch ein paar Kleinigkeiten regeln. Dann werde ich mich mal im Archiv umsehen. Dankeschön. Der Link will unbedingt an den Wein. Okay, Tunguska. 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 Na gut. Fragen wir ihn mal zu diesem komischen kleinen Zettel. Ich weiß ehrlich, was stand da nochmal? Ach, der kleine Link randaliert schon wieder. Der große Strippentier ist so oder so ein Eichhörnchen. Ja, im Hintergrund sind wahrscheinlich immer die Eichhörnchen verantwortlich. Auch wenn es nicht so revealed wird. Du meinst die Eichhörnchen, die die Reptiloiden beherrschen? Wahrscheinlich. Hm. Es sind immer die Eichhörnchen. Hm. Naja, schauen wir mal. Also, kleines Zettelchen, wo irgendwas drauf stand. Diesen Zettel habe ich in den Unterlagen meines Vaters gefunden. Sagt dir das was? LA-60-AK-19-AL. Hört sich an wie eines unserer Ausstellungsstücke. Was soll damit sein? Keine Ahnung. Ich hatte gehofft, dass du mir das sagen könntest. So spontan leider nicht, aber ich kann das gute Stück ja mal holen. Zum Glück liegt es gerade daneben. Ja. Der Zettel mit der Beschreibung des Diadems fehlt, aber den hast du dann wohl gerade in der Hand. Mehr weiß ich darüber leider auch nicht. Vielen Dank. Kann ich mir das mal in Ruhe anschauen? Klar, aber vergiss bitte nicht, das später wieder zurückzulegen. Dein Vater reißt mir sonst nämlich den Kopf ab. Wenn er das noch kann. Hey, hör auf mit solchen Gedanken. Wir werden ihn schon finden, versprochen. Ja, hoffentlich. Es muss einen wichtigen Grund geben, dass mein Vater den Zettel mit der Beschreibung des Diadems zu Hause aufbewahrt hat. Aber welchen? Und was ist das mit der wahren Prinzessin? Er hat mich manchmal so genannt. Ob das irgendeine Nachricht ist, mit der ich was anfangen können sollte? Denk nach, Nina. Und denk schnell. Ja. Kannst du ihn mal an die Nase fassen? Ich habe gerade, das hat sich angefühlt, als wenn er eine ganz trockene Nase hat. Nee, gar nicht. Eklig und schleimig wie immer. Gut. Dann ist ja alles perfekt. Ich habe ein bisschen Angst, dass der so nah an dem Laptop steht. Ja, ich auch. Nein. Nicht. Oh. Ja. Wenn das Mikrofon gleich wieder spinnt, sagt uns Bescheid. Aha. Ja, nein, hey. Das macht er mit Absicht. Du Sau. Okay, so. Ach, das ist so gerade... Schon wieder so bedürftig gerade. Ich glaube, du musst ihn mal ein bisschen ablenken, sonst schmeißt er noch die Switch um oder zieht er ein Kabel raus. Ich mache jetzt einfach weiter und ignoriere. So, Hausmeister. Betrunken. Betrunkener Hausmeister. Na? Eddie hat gestern Abend irgendwas von seltsamen Gestalten in schwarzen Roben gebrabbelt. Gestern habe ich ihn nicht so richtig ernst genommen, weil seine Ausführungen etwas, sagen wir, seltsam klangen. Aber ich habe heute mit einem kleinen Mädchen gesprochen, die gestern Abend was Ähnliches beobachtet hat. Sie hat sogar ein Foto von diesen Kuttenträgern gemacht. Leider ist nicht viel darauf zu erkennen, aber ich sollte auf jeden Fall noch einmal mit Eddie sprechen. Weißt du, wo ich ihn finden kann? Nein, keine Ahnung. Ich habe ihn schon den ganzen Tag über nicht gesehen. Wahrscheinlich hat er sich irgendwo verkrochen und versucht, das Ganze zu verarbeiten. Du meinst, er trinkt wieder? Ich befürchte, ja. Es sei denn... Es sei denn was? Ach, nichts.
Nichts? Rück schon raus mit der Sprache. Naja, wenn diese seltsamen Männer in Schwarz bemerkt haben, dass er sie beobachtet hat... Du meinst, sie sind zurückgekommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß derzeit überhaupt nicht, was hier eigentlich passiert. Tja, da haben wir beide ja einiges gemeinsam. Macht mir Angst, dass er liegt, wo er liegt. Der Kater? Hm. Ja, ist schon. Das ist problematisch, wenn er den Computer ausschaltet? Nee, das ist der... Den brauchen wir nicht. Der läuft gerade nicht. Ach, gut. Na, dann soll er da liegen bleiben. So, Oleg. Sagt dir der Name Oleg Kamborski was? Kamborski? Oleg Kamborski? Nein, gar nichts. Sollte es? Das weiß ich leider auch nicht so genau. Das ist schon wieder ein toller Dialog. Kamborski? Ja. Oleg Kamborski? Nein, so gar nichts. Ja, der Oleg Kamborski? Nö, nee, hat noch nie gehört. Ach, sehr, sehr schön. Na gut. Diese Sachen über Tunguska aus dem Archiv. Ja, werde mich sofort auf den Weg machen. Kann aber etwas dauern, bis ich mich durch die Unterlagen gewühlt habe. Kein Problem. Ich werde hier warten. Und weg ist er. Ist er nicht Schnieke? Okay, dann können wir uns ja mal gemütlich hier umschauen. Schau mal auf seinen Computer. Ich will wissen, was der gespielt hat, als wir ihm die Sicherung rausgedreht haben. Ah, kann ich leider nicht. Aber er hat anscheinend einen Hightech-Computer da stehen. Gaming-PC. Ah, ich kann hier gar nichts anklicken. Ist ja seltsam. Hier unten auch nicht? Lilu ist online. Ah. Ihr könnt raus. Okay, hier oben. Totem. Sieht irgendwie bedrohlich aus. Das rote Auge auf dem Totempfahl scheint mich zu beobachten, egal wo ich stehe. Vor allem, ich glaube zwar nicht an Magie und so ein Zeugs, aber unheimlich ist es mir trotzdem. Vor allem, weil das absolut nicht gut befestigt aussieht. Das könnte jeden Moment umfallen. Okay, aber weißt du was? Dieses rote Auge sieht doch fast aus wie ein Rubin, den wir eventuell brauchen für ein Diadem. Wenn ich Sachen aus Max' Büro klaue, wird er mir wohl kaum noch weiterhelfen. Aber dieses rote Auge auf dem Totempfahl, das mich die ganze Zeit anstarrt, macht mich echt wahnsinnig. Leider schaffe ich es nur bei Männern, ihnen die Augen auszukratzen. Die Spielfigur, die quasi so sagt, ne, dieses rote Auge-Spieler, hä? Das naja, rote Auge. Das rote Auge, hast du das schon gesehen? Das verfolgt uns. Das rote Auge. Äußerlich macht er einen ganz normalen Eindruck, aber innerlich ist er eiskalt. Und das, wie gesagt, am Anfang fand ich das alles noch, da war es noch okay. Das steigert sich mit der Zeit, diese furchtbar schlechten Dialoge und Einwände. Mal sehen, was wir da so finden. Irgendwas Gift. Krasses. Schnuffelsalz. Trockengips. Da steht drauf, er soll mit Wasser und Pflanzenöl angerührt werden, um die optimale Konsistenz zu erreichen. Okay, Trockengips. Und? Das Schild ist nicht mehr lesbar. Wenn ich nach den Totenkopf und sonstigen Symbolen gehe, scheint das Zeug aber extrem ätzend zu sein. Weißt du, was wir damit machen? Den Stein. Klar, nur weil auf der Säure irgendwas mit ätzend steht und ein Totenkopf abgebildet ist, muss mich das ja nicht interessieren. Wer braucht schon Hände? Okay, ich kann es nicht einfach. Was ist denn das da? Was denn? Dieser halbe Schmetterlingsflügel da. Das da? Ach, das ist die Krone. In dem Diadem fehlen drei Steine. So sieht es eher unscheinbar aus. Trotzdem scheint es meinem Vater sehr wichtig zu sein. Ich sollte herausfinden, warum. Wenn man alle drei Steine einsetzt, passiert crazy shit, oder? Dann wird man zum Super Saiyajin. Einen von den Steinen haben wir auch schon. Genki-Dama. Deswegen. Das war die Konguska-Explosion. Das Ding passt da nicht so richtig rein und fällt immer wieder raus. Oh. Ey, sie hat aber auch an allem was rumzumäkeln. Wahrscheinlich brauche ich den Gips, um das da irgendwie festzumachen. Na gut, okay. Hier noch irgendwas? Also, gerade hat sie noch gesagt, sie will nichts aus seinem Büro klauen, weil sonst hilft er nicht mehr. Aber das aber Gift aus irgendeinem nehme ich Grund mit. Nehmen wir halt den Gips und das Gift mit, weil... Why not? Na gut, hier ist sonst auch nichts mehr. Dann gehen wir. Dann gehen wir mal in das Büro von unserem Pubby. Pubby-Büro. Mal sehen, was wir da jetzt dann finden. Ob da immer noch der Inspektor Kettenraucher steht? Ha, was ist denn? Die Pflanze? Da können wir Pflanzenöl abzapfen. Natürlich. Wirklich? Wahrscheinlich. Die Pflanze konnte ich vorher nicht anklicken. Ha. Eine Aloe Vera Pflanze. Für die Haut ab 40. Okay. Du reißt jetzt einfach was ab. Tatsächlich.
Und jetzt können wir jetzt, also ich meine... Ah, das ist das Öl für den Gips. Genau, sag ich ja. Aber es geht noch nicht. Dann gehen wir nachher nochmal zu Papas Haus und gehen zur Regenrinne und mischen uns da den Gips im Eimer. Ha. Eventuell. Vielleicht? Entschuldigung, bin ans Mikrofon gekommen. Okay. So. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie das Ding funktioniert. Ich glaube, wir sollten vielleicht mal ein bisschen näher hier ran, oder? Dass man uns besser hört. So, was machen wir jetzt hier noch? Weiß ich nicht. Ha, das sieht doch aus wie was, wo man was drin punchen könnte. Vielleicht, ja. Die Schale ist innen schon etwas porös. Oh, oh. Ich weiß schon, was ich da reinkippe. Ja, aber die ist porös. Ach, brauche ich dafür den Gips oder was? Müssen wir erst wirklich mit dem Gips die Schale reparieren oder wie? Weil es keine andere Tasse oder Gefäß im ganzen Universum gibt. Hm. Wer weiß? Ich weiß halt echt nicht. Warte mal da, Schreibtisch. Konnten wir den vorher auch schon anschauen? Mein Vater war ja noch nie ein Vorbild. Okay. Das Bürotele. Na, ich will, dass du da hingehst. Mein Gott. Die Akten sind teilweise rausgerissen und über den Boden verteilt. Mein Vater war das Klick mal, ja. Okay. Perfekt. So. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Muss ich mir nochmal telefonieren? Nee, nochmal tue ich mir dieses Ihr Vater muss erst tot sein, bevor wir nach ihm suchen, bestimmt nicht an. Aber ich weiß, was wir noch machen können. Wir können nämlich unten noch irgendwo diesen besoffenen Hausmeister suchen. Wo ist denn der? Deswegen sind wir vielleicht, eigentlich hier. Vielleicht ist er wieder in seine Höhle gekrabbelt. Gibt es überhaupt noch einen anderen Screen außer die beiden im Museum? Wahrscheinlich nicht, ne? Eben, da muss er ja irgendwo hier sein. Ich guck mal da nochmal. Wir könnten mal reingehen in seine Höhle. Vielleicht hat er was verloren oder vergessen oder... Ja. Reingehen kann man da nicht. Ausgang. Warte mal. Okay. Da gibt's nicht. Ich guck jetzt mal so ein bisschen durch. Ja, genau. Sonst hängen wir hier so lang. Kann man den Sebi noch einigermaßen verstehen? Ich habe ein echtes Gefühl, dass wir so super weit weg sitzen können. Ja, das stimmt. Aber wenn ich mir die Ausschläge anschaue, dürfte ich ungefähr so laut sein wie du. Wahrscheinlich mit einer schlechteren Soundqualität. Nee, das ist der Ausgang. Treppe? Vielleicht. Naja, wenn ich nicht raus könnte, wird sie das ja jetzt gleich sagen. Catstream! Die Catcam ist wieder an. Ah, nee, okay. Da ist nix. Warte, wirf doch bitte nicht die Spiele aus dem Regal. Jetzt fängt das schon wieder an. Ah, okay, also draußen ist nichts und hier ist auch nichts, außer ja, vielleicht das da. Sollen wir uns das nochmal angucken, den Plan? Irgendwie verstehe ich nicht, warum man sich den angucken kann, aber gut. Arschloch. Unglaublich. Nee. Oder muss man sich hier irgendwas... Nee, auch nicht. Man muss sich nichts abschreiben. Ha! Dann gehen wir wohl mal wieder hoch. Vielleicht müssen wir doch noch mal zurück in die Wohnung. Aber... Und da den Gips anmischen. Huh. Im Aquarium. Huh. Hier war auch nichts mehr. Hm. Was ist denn das da rechts unten? Das da? Heizung. Ah, Heizung, ah. Ja. Aha. Ich gehe jetzt trotzdem noch mal in das Haus. In das Büro von meinem Vater. Ja. Weil eventuell ist da doch noch irgendwas, was vorher nicht da war. Ich hasse es, wenn du in den Screen wieder reinkommst, wo du vorher schon mal warst. Und dann kannst du auf einmal Sachen anklicken, die du vorher nicht anklicken kannst. Stimmt. Das ist scheiße. Ich bin gleich wieder da. Du kannst ruhig weiterspielen. Ja, okay. Ich muss eh mal schauen, wie wir das hier... Aha. Okay. Da hinten auf der Karte. Da haben wir noch nicht geschaut. Die Karte zeigt einen Ausschnitt von Sibirien. Keine Ahnung, warum mein Vater die hier aufgehängt hat. Warum wohl? Na gut, aber da scheint auch nichts mehr zu sein.
Okay, da ist irgendwas, was... Na? So. Ventil. Alter, als wenn man das... Wirklich, wer sieht denn das? Mit dem Ventil kann man die Heizung bei Bedarf entlüften. Ah, verstehe. Da kommt jetzt gleich das Wasser raus und dann kann ich mir das irgendwo abfüllen vielleicht oder so. Ich mach's jetzt einfach. Wenn ich das Ventil jetzt aufdrehe, saue ich hier den ganzen Boden ein. Ja, das habe ich mir gedacht. Das heißt, du brauchst irgendwas, wo du das anrühren kannst tatsächlich. Aber was? Aber was? Nee. Na gut. Muss ich die mitnehmen? Ach, tatsächlich, man kann sie mitnehmen. Ja, gut, okay. Dann machen wir da jetzt mal das Wasser rein. Na? Ups. Vielleicht hätte ich das Ventil nicht ganz so weit aufdrehen sollen. Da ist eine Menge Wasser rausgekommen. Eine Menge Wasser. So, und dann die Aloe. Ich quetsche mal ein bisschen was von diesem öligen Schleim in die Schale. Und gib's. Und schon Der haben Kit wir... Der Kit ist jetzt einsatzbereit. Kit. Damit kleistern wir dich. Hoffentlich weiß ich genau, was ich da tue. Das Diadem ist jetzt jedenfalls nahezu jeglicher Schönheit beraubt. Okay, und den ersten hätten wir schon mal. Also da muss ich zugeben, daran kann ich mich tatsächlich noch erinnern, dass man das da Sitzt, reinmacht. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Okay, dann hätten wir das erste schon mal zusammengepanscht. Aber das kann ich jetzt wahrscheinlich immer noch nicht mit dem Stein benutzen. Klar, nur... Okay. Also ich bin relativ weitergekommen. Lass mich raten, du hast die Balkontür zugemacht, oder? Nee, die ist schon lang zu. Okay, gut. Sonst wären wieder der ganzen scheiß Mücken reingekommen. Ja. Und zwar da an der Heizung, daneben war ein Ventil. Und das konnte man aufdrehen und Wasser und so. Und die Schale konnte man nehmen und konnte dann alles mischen und praktisch den Gips anrühren. Dann habe ich die Krone da begipst und habe schon mal den ersten Stein reingemacht. Die wollen mir also erzählen, dass es in dem ganzen Gebäude kein einziges Waschbecken gibt. Man muss echt an die Heizung für Wasser. Ja. Abraxe, danke fürs Abo verschenken. Coolio, dankeschön. Okay, ja, ich bin allerdings jetzt immer noch nicht weiter, wie wir jetzt weitermachen. Weil hier ist, glaube ich, nichts mehr. Haben wir jetzt Gips erhalten oder wie? Der Gips ist schon wieder weg. Du hast es schon da reingespachtelt. Ja, genau. Und habe schon diese komische Brille habe ich schon reingeklebt. Unser Sonnenbrillenglas als Fake-Diadem-Dingens-Edelstein. Ja, genau. Okay, gut. Aber ich gehe jetzt nochmal in das andere Büro von dem Typen. Von dem Max Gruber. Und werde dann mal versuchen, Sein mit dem Ding... Auge. Das da rauszustechen. Mit der Speiche. Mit der Speiche eventuell. Vielleicht kann man das so rausziehen. Aber sie hat doch noch gesagt, sie will nichts klauen von ihm. Ja, naja. Vielleicht ist sie jetzt schon wieder ein bisschen... Ha, siehst du? So, die Speiche ist zwar abgebrochen, dafür kann mich das Ding jetzt nicht mehr so böse anstarren. Kann nur hoffen, dass Max das nicht auffällt. Tja, es ist okay, wenn irgendwas einem nicht gefällt. Nicht auffällt. Und Genau. Solange der Pistolen es nicht so müsste es halten. Ist alles ganz gut. Genau. Man könnte natürlich auch sagen, du Max, ich habe den Stein genommen, weil guck mal, der passt in die Krone. Aber nee, lieber nix sagen. Hm. Und jetzt müssen wir noch den Stein schmelzen. Ja, aber wo? Das ist echt die Frage, weil Sagt so sie was geht zu dem nicht. Stein selber oder zu der, zu, wenn du da drauf gehst? Da scheint irgendwas in den Stein eingeschlossen zu sein. Es okay, dazu nicht, aber... Das Schild ist nicht mehr... Nee. Ich brauche irgendwas, wo ich das drin machen kann. Aber hier ist doch nichts, oder? Mach mal deine Lupen nee, an. Da war, nee, da war... Also ich meine, ich kann da nochmal aufmachen und gucken, ob da noch was drin Der ist. Der ist bereits ist geplündert. Ja, okay. Nee. Ha. Und wirklich beim Haus? Vielleicht. Ich war jetzt eigentlich überall schon, wenn jetzt mir nichts weiter auffällt, weil da war nichts drin. Ich jetzt nochmal runter. Ich meine, vielleicht kommt der Max uns jetzt gleich schon entgegen und gibt uns noch das, nee.
Gibt uns nicht. Und hier ist, glaube ich, nichts mehr. Geh mal aus dem Museum, ob du überhaupt gehen kannst. Oder ob sie dann sagt, wo müssen wir noch auf Max warten? Der holt uns doch die Tunguska-Akten. Nö, anscheinend nicht. Aber die Frage ist, ob ich mit dem Motorrad wegfahren kann. Ja, versuch mal. Ich denke, ich habe hier noch zu tun. Okay, es geht also nicht. Hier draußen ist auch nichts, was ich benutzen kann. Ich weiß jetzt echt nicht, wo wir das Zeug zusammen punchen sollen. Vielleicht in der Katze. Wahrscheinlich. T-Rex. Warte mal, hinterer Bereich. Ach, das war nur da, wo... Ja gut, aber da habe ich, glaube ich, auch noch nicht geschaut. Nee, da hatten wir eigentlich alles schon. Ich weiß mit Ausnahme nicht von diesem Ort. Kannst du... Ah, kann ich das vielleicht? Nee. Kannst du mit dem Bleistift... Ah ja, versuch's mal so rum. Vielleicht macht das einen Unterschied, was du auf was anwendest. Klar, nur weil er... Nimm mal den Bleistift und tunk den in die Säure und dann tröpfelt's. So hätte nach, ja sein so können. Nach. Genau. Ha. Ich weiß jetzt leider echt nicht. Aber es kann eigentlich nur in dem Raum von unserem Vater sein. Ja. Weil überall sonst ist doch wirklich nichts. Nee. Ach, das ist so angenehm, dass sie rennt. Ja. Na gut, ich gehe jetzt nochmal... in das Büro von unserem Vater. Das Vaterbüro. Das Vaterbüro. Dem Vater sein Büro. So. Warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Na, jetzt geh halt dahin. Aha. Was ist denn das? Das ist ein Kolben. Ach so. Glaskolben. Ja, dann. Ein Glaskolben. Ja. Ein Glaskolben. Mhm. Na dann. So, jetzt wissen wir, wie wir das machen. Obwohl ich mich frage, wie dieser Stein da reinpasst. Und vor allem, wie sie dann den anderen Stein da wieder rauskriegt, wenn der dann in der Säure schwimmt. Naja, mein Gott. Das Glas ist glücklicherweise resistent gegen die Säure. Trotzdem sollte ich aufpassen, dass ich nichts verschütte. Ja, ja. Okay. Und dann Steine reinwerfen. Ich werde den Stein mal in die Säure legen. Mal sehen, wie er reagiert. Die Säure scheint ganze Arbeit zu leisten. Der Stein zersetzt sich langsam. Ich sollte ihn nur rechtzeitig wieder aus der Säure nehmen, sonst ist dieser undefinierbare Einschluss auch gleich mit weggeätzt. Wollte ich gerade sagen. Nicht, dass der hätte auch sein können, je nach Ich hoffe, das Ding ist an der richtigen Stelle. Sobald der Kitt trocken ist, werde ich es nur noch mit roher Gewalt abkriegen können. Und der Stein bleibt ganz. Okay, jetzt habe ich ein Krönchen. Kann ich das auf mich anwenden? Nee. Vielleicht auf die Katze. Auf die Katze, ja. Das wird sein. Aber, und weißt was du, machen wir jetzt eigentlich mit dem Krönchen? Warum basteln wir das? Weil jetzt bestimmt gleich eine Katzin kommt, wie dieser Max kommt und sagt, hier, schau mal, ich habe diese Statue von irgendeiner Prinzessin gefunden. Oder? Geh mal in sein Büro. In sein Büro? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht. Max? Hm. Sind Sie da? In seinem Büro scheint nichts zu sein. Herr Gruber! Herr Gruber! Dann gehe ich noch mal runter, weil vielleicht kommt er mir unten entgegen. Wenigstens haben wir jetzt wieder alle Steine in der Krone. Ja. Ich weiß echt nicht, wo wir das hinsetzen sollen. Können wir das vielleicht dem da oder ihm? Aber ich verstehe das auch überhaupt nicht, weil Einstein ist ja sogar eine Fälschung. Was machen wir da eigentlich? Ich verstehe es auch nicht. Gibt es irgendeinen logischen Grund von der Story bisher, warum sie ihr Brillenglas in eine Krone einklebt? Ich verstehe es auch nicht, nee. Naja, irgendwann hat mal irgendwo gestanden, dass durch den Schein der Krone wird die Wahrheit irgendwie klar. Ja, aber ist ja nicht mal echt. Ja. Wir haben eine Fake-Krone geschaffen. Ich weiß auch echt nicht, wo wir die... Sollen wir die Startaugen draußen das Krönchen aufsetzen? Ja, warum nicht? Vielleicht kommt er ja jetzt noch und sagt so, Frau Protagonistin, wo wollen Sie denn hin? Ha. Ich habe doch hier noch die Tunguska-Akten.
Ja, schade. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß auch nicht, was wir jetzt mit dem Krönchen machen. Ja, fahren wir jetzt weg. Wegfahren? Ich denke... Okay, ich schaue jetzt ins Lösungsbuch. So, nee, Moment, da. Du hast eben mehr Geduld für, wie ich für sowas. Ich würde so fatschen, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Da waren wir schon. Okay, Haustür, Pizza, Napf. Telefonzelle benutzen, Diadem bekommen, nee, da waren wir schon. Diadem benutzen. Mit Wandlampe benutzen. Mit Wandlampe? What? Ach, mit Wandlampe. Wie? Wo? Warum? Das ist wieder, woher? Das ist wieder das Blöde, weil dieser Scream hatten wir schon mal. Scream. Ach, mit der da. Mit der Lampe? Woher soll man das denn wissen? Sie bringt ein wenig Licht ins Dunkel. Das ist der Hinweis. Sie bringt Licht ins Dunkel.